Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. In meinem heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie du ganz einfach Kirschlimonade selbst herstellen kannst. Dieses Getränk ist eine super Erfrischung für heiße Sommertage und zudem auch noch sehr gesund. Falls du noch nähere Informationen über den Giersch haben möchtest, lade ich dich recht herzlich ein, mein Video zu schauen, Wildkräuter unserer Natur, der Giersch. Und den Link dazu findest du hier. Pling! Diese Gierschlimonade ist sehr einfach herzustellen. Was du dafür brauchst, ist natürlich leckerer Giersch, eine große Handvoll, der Saft von einer oder einer halben Zitrone und 4 leckere Datteln, frisches Quellwasser, wer es mag, auch ein bisschen Sprudelwasser und damit es schön erfrischend kühl ist, Eiswürfel. So, und diese Zutaten fülle ich jetzt in meinen Mixer ein, also den Giersch. Schön viel Giersch, ich mag es mit schön viel Giersch. Wenn du die Limonade mehr zitroniger haben möchtest, nimmst du natürlich mehr Zitrone. Und wenn du sie ein wenig süßer haben willst, kannst du auch ein bisschen mehr Datteln noch dazu nehmen. Für mich ist das so ideal. Eine halbe Zitrone, das ist eh eine ganz große Zitrone. Man kann die entweder ausquetschen oder man schält sie und macht das dann ohne Schale rein. Dann schmeckt es auch noch viel zitroniger. Die halbe Zitrone, die 4 Datteln, ganz einfach. Und jetzt fülle ich mit Wasser auf, bis, na so ein Liter mache ich immer. Das Ganze wird jetzt schön durchgemixt. Das sieht jetzt so schön grün aus. Damit da nicht so viele Pflanzenfasern drin sind, sondern das richtig schön limonadig ist, kippe ich das immer durch ein Sieb durch. Braucht man natürlich nicht machen. Und halt ihr Eiswürfel jetzt noch. Schöne Eiswürfel. Jetzt ist leider nicht mehr so viel Platz für Sprudelwasser. So, das reicht auch schon. Das Sprudelwasser braucht man auch nicht unbedingt. Das ist auch so sehr lecker. Und so sieht dann die äußerst leckere Giersch-Limonade aus. Und die ist echt köstlich. So erfrischend, perfekt für heiße Sommertage. Und wesentlich gesünder als normale Limonaden. Okay, ihr Lieben, falls es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch oder besucht mich mal auf meiner Webseite. Pling! Oder auf Facebook oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich. Ich wünsche euch alles Liebe und bis jetzt. Tschüss, sagt Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.